Guten Morgen, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr diese Folge schaut. Aber herzlich willkommen zu einer neuen Folge von M2. Ich habe mir den Anzug erstmal wieder übergestreift. Ich war gerade ein bisschen nackig. Und let's go, würde ich mal sagen, mit der Aufnahme. Ich sehe gerade, hinter mir sind viele Balken. Vor mir sind viele Balken. Ach du heilige Scheiße, ich habe sehr viel zu tun. Deswegen quatsche ich jetzt nicht und leg mal direkt los hier. Nehmen wir einfach uns den Balken mal vor. Ist leider kein Betonbalken, den ich so schnell abbauen kann. Wupp, wupp, wupp. Ja, ich spiele mal wieder online. Die Leute können auf die Map kommen. So. Was haben wir denn hier für eine Kiste? Oh, das ist aber ein ganz einfaches Auto hier. Hat das gebaut? Limousine, Eismann. Okay. Gut. Dann gehen wir mal direkt weiter. Was haben wir denn hier? So ein Riesenklotz sieht aus wie ein Beamtengebäude. Hi. Ja, hi. Wer immer auch du bist. Das werden wir gleich hoffentlich erfahren. Ist hier der Haupteingang? Sieht ganz gut aus. Leon Zocken. Ach, Leon Zocken. Dich kenne ich ja schon ein bisschen länger. Schauen wir uns das mal ein bisschen von außen an. Du hast auch schon sehr vieles gebaut. Sehr gut. Okay. Ich denke mal, die Seiten sehen gleich aus. Vom Baustil gefällt mir das ganz gut. Ja, passt auf jeden Fall zu einer Stadt. Schön. Dann gehen wir mal rein. Du kannst auch den roten Rand hier kurz wegnehmen, ne? Wenn das fertig gebaut ist. Das könnt ihr generell alle machen. So, was haben wir denn hier? Die Küche. Jo, sieht gut aus. Aber hier muss ich den Kuchen suchen. Hier gibt es wahrscheinlich keinen. Oder der ist noch im Backofen, das kann auch sein. Okay, Sitzplätze. Tolles Regal. Auch noch ein Regal mit einem Kaktus. Okay. Okay, Wohnzimmerbereich. Gut, gehen wir mal in diese Tür rein und sehen direkt Lava, auch nicht schlecht. Whoop. Whoop, 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 whoop. Machen wir das erstmal weg hier. Das war ja so versteckt, das Lava. Machen wir das erstmal direkt weg hier. Weil Lava wollen wir nicht haben hier in mein City. Hier oben brennt auch noch mal was. Aber Feuer ist ausgestellt, es kann nichts abfackeln, liebe Leute, keine Angst. So, ist auch noch ein bisschen was. Zack, machen wir das mal weg. Zack, zack. Was ist denn das eigentlich? Ach, das sieht nicht gut aus. Jetzt hier einer durchgegrieft. Das sieht nicht ganz so gut aus. Das müsste ich mal eben kurz reparieren mit der Blockauswahl. So, übrigens die Blockauswahl, wo ihr dann irgendein Block hier direkt jetzt die Scheibe zum Beispiel, zack, habe ich die Scheibe in der Hand. Wie man das machen kann, das kann ich euch auch noch mal kurz zeigen. Ich muss noch mal kurz gucken. Das ist, glaube ich, bei Hilfe und Option geht ihr drauf. Dann meine ich, ist das bei Steuerung. Dann geht ihr ganz nach unten oder fast ganz nach unten. So, wo haben wir das denn? Muss ich gerade mal gucken. Ich glaube, das heißt das nicht irgendwie Blockauswahl? Ah, muss ich mal gucken. Irgendwo war das hier. Da, genau, Block auswählen. Ne? Da könnt ihr dann irgendeine Taste reinwählen, die ihr haben wollt. Ich habe jetzt zum Beispiel im Kreuz ganz links habe ich dann ganz nach unten die Taste gemacht. Und da könnt ihr dann einfach die Blöcke auswählen. Das ist ganz easy. So, guckt, da kann man alles auswählen. Hier eine Tür, dann diesen Block, ein Grasblock, egal was man will. Das ist auf jeden Fall richtig cool. So. Das wurde ja in den Kommentaren oft gefragt. Zum Beispiel, wenn jetzt hier was kaputt ist, ah Mann, dann nimmt er einfach hier den Boden, setzt ihn rein, zack. Und die Geschichte ist dann auch erstmal erledigt. Ich weiß jetzt nicht genau, was das für ein Raum sein soll. Ich denke mal so ein Chillraum oder so ein Leseraum. Ach, hier ist ein Fernseher. Ah, okay. Dann verstehe ich's. Okidoki. Gut, gehen wir mal weiter. Was haben wir denn hier? Toilette wahrscheinlich, ne? Ja, Badezimmer. Auch ein bisschen Lava. Ein Lava-Baden ist nicht so cool. Nehme ich das wieder raus. Hier ist wahrscheinlich so der Ablauf, denke ich mal. Okay, die Toilette. Voll mit so einem Bücherregal. Ne, gar nicht. Hä? Das ist doch die Toilette. Was ist denn dann das? Hä? Oder ist das auch noch eine Toilette? Waschbecken erkennt man ganz gut. Okay. Gehen wir mal weiter. Gehen wir mal weiter. Wo geht's denn jetzt weiter? Ach, das war's schon? Ah, okay. Gut, dann gehen wir mal eins. Wo ist denn dein Schlafzimmer? Habe ich ein Bett eigentlich schon übersehen? Ach, hier oben geht's noch lang. Oh,
Fast vergesse ich wieder eine Etage. Okay, ein Regal. Auch schön aus. Aquarium. Hier ist das Bett. Ah, okay, das Schlafzimmer habe ich nämlich gesucht. Okay, wer sucht, der findet. Was haben wir denn hier? Ach, noch ein Bad. Ah, cool. Gut, endlich mein Haus, wo alles drin ist und wo nicht das Badezimmer fehlt, wie bei so vielen Häusern. Ach, hier ist mein Kuchen. Schön erstmal einen Kuchen reinhauen, erstmal hier Screen von gucken auf YouTube. Was hat da heute das neues Loch hochgeladen? Ein Tutorial oder was anderes? Esse ich mir nochmal ein Stück Kuchen? Komm, esse ich für Paluten auch noch einen Kuchen mit hier. Gut, danke Leon für den Kuchen. Was haben wir hier für eine Geheimkammer? Kammer des Schreckens. Ach, so Hochbetten sind hier drin. Ah, okay. So eine Art Kinderzimmer vielleicht. Oder so ein Zimmer, wenn jemand übernachten möchte. Gästezimmer. Okay. Haben wir das hier oben alles? Dann gehen wir mal in den Garten. Tür zu. Weil hier ist nämlich noch eine Doppeltür, habe ich gesehen, da hinten. So. Ein Pool. Oh, der sieht auf jeden Fall beheizt aus mit den Magmablöcken da unten drin. Ach, guck mal, ein Balkon, den haben wir gar nicht gesehen. Ach so, beim Badezimmer, beim Schlafzimmer war der Balkon. Man könnte dann hier direkt so in den Pool springen, ne? Zwei Fußballtore. Eine Lampe. Ein schöner Sitzbereich. Mit einem Baum. Ach, das ist eine Lampe hier. Ich wollte jetzt gucken, was das hier ist. Okay. Gut, sieht doch schon mal ganz gut aus. Schön. So, was haben wir denn hier? Noch einen Wagen. Ich bin heute ein bisschen drauf und dran, viele rote Balken wegzumachen. Generell jetzt in dieser Aufnahmesession. Ich nehme jetzt 4, 5 Folgen hintereinander auf. Was ist das da? Ein Taxi? Eismann? BVB? Aha. Okay, gibt es nicht allzu viel zu zeigen. Was haben wir denn da hinten? Ein Querrotbalken. Der hängt da nur so dran, ne? Ein K. Ein Kino wird es wahrscheinlich nicht sein. So, machen wir das mal weg. Oh, das ist ja noch nicht mal eingerichtet. Muss man nicht. Aber wenn man Anspruch hat, dann richtet man auch ein bisschen ein. K-Tower von Keto. Okay, ich brauche da sogar. Ah, doch, ich gehe da mal rein. Da ist doch ein bisschen was. Ich wollte gerade sagen, ich brauche da gar nicht reingehen, weil da nichts ist. Was haben wir denn da? Torschalter. Ach so, cool, da öffnet sich das Tor. Okay. Mit dem Tor, das ist ganz cool. Okay. Was ist denn das hier für eine Gehhilfe? Blub, blub, blub. Blub, blub, blub. Okay. Gut, was es auch immer ist. Guck mal, hier ist sogar eine Etage drin, aber nicht gebaut. Kannst ja noch weiter bauen. Gut, dann fliegen wir mal wieder zickzack. Ich sehe, hier oben ist auch noch ein KFC Tower. Mit einem roten Balken. Was ist das? Beton? Ja, das ist Beton. Beton, Beton, Beton. Ah, da muss ich eine Dings runter machen, ne? Da muss ich doch hier eine Fackel drunter machen. Nee, ein Hebel, ja klar. Screenfan, klar. Nimm erstmal einen Hebel als Fackel. Läuft bei dir. Aber ich muss jetzt die Fackel darunter machen, deswegen muss ich das so machen. Hä? Was ist denn das für ein Block jetzt? Roter Beton. Ach, das ist der falsche. Wahrscheinlich, das muss doch Trockenbeton sein. Okay, muss ich dann halt abbauen. Macht ja nichts. So lang ist er auch nicht. Da rechts sehe ich immer noch zwei rote Balken. Das ist übrigens das Gebiet, was ich mal angelegt habe hier, wo viele Leute dann bauen können. Deswegen sieht das auch ein bisschen quadratisch aus. So, hier haben wir den riesen Tower. Ich glaube, der ist gar nicht eingerichtet. Sieht nicht so aus, nee. Außenbereich, ach, einfach nur ein paar Gras, Pflanzen hingesetzt. Nichts Großartiges, aber fertig gebaut. Wir waren das. Nikli Maus. Nikli Maus, Nikli Maus. Wo ist denn der Nikolaus? Okay, hier ist nichts drinne. Außer Smaragd.
Ein Smaragdboden. Okay, ganz einfacher Tower. Aber die Form ist auch ganz ansehnlich. So ein bisschen rund. Okay, was haben wir denn hier für ein Chicken Tower, für ein schickes Haus? Ah, das ist der richtige Beton, warte mal. Ja, das ist der Trockenbeton. Das können wir jetzt mal hier mal. Ah, okay. Ah, ich kann jetzt nicht, weil hier kein Half-Slab ist. Egal. Mache ich das so. Guck mal, da ist das schon weg. Gut, ich frage mich gerade, hier war ich doch schon mal drin, oder? Aber ich glaube, hier wurden ein paar Sachen verbessert. Ich muss mal kurz was schauen. Boah, auch wenn wir den gammeligen Lichtschalter hier ausmachen. Und wen ist denn das? Zockergamer. Nur Omikron darf rein. Okay. Da macht der Omikron das mal. Post-Zocker-Gamer. Hat nichts drin. Alle Rechnungen wurden schon bezahlt. Ah, für Omikron. Okay, thank you. Auf jeden Fall, das ist dann neu. Das erkenne ich ja dann. Für Omikron. Schnell alle Kuchen vernichten. Ach, guck mal, das ist auch cool gemacht hier mit der Ampel. Also, so ist dann wahrscheinlich frei. Das habe ich noch nie so gesehen. Aber cool. Ah, frei zum Kacken. Schön. Waschbecken. Okay. Auch nochmal Kuchen. Nehme ich auch nochmal einen mit. Stuhl. Hier ist alles so in eins gebaut, ja. Fernseher. Wohnzimmerecke. Wer ist denn alles hier auf der Map? Ach, es sind gar nicht so viele da. Okay, dann gehen wir mal hier nach oben. Oh, wie viele Endertruhen sind denn hier? Das ist ja einiges. Terrasse, nachts Tür zu. Okay, nachts Tür zu. Wenn keine Tür da ist, ist auch nicht so gut, ne? Auch die ganzen Ender, Truhen hier, Schlafzimmer. Kleinen Balkon haben wir hier. Okay, Balkon, ja, why? Warum ist hier ein Loch? Kommt hier noch was rein? Das sieht irgendwie glatt aus, als wäre da irgendwas vergessen worden. Vielleicht ein paar Glasfenster. So, dann gehen wir mal eben hier hoch. Ich habe gerade schon von außen gesehen, wo man hinkommt zum Helipad. Gibt es ein Helipad? Okay, schauen wir uns das mal von außen noch an. Ah, guck mal, da sind Glasfenster zum Beispiel drin. Und auf der anderen Seite nicht. Ich denke mal, die wurden einfach schlicht und einfach vergessen. Komm, wir bauen die mal hin. Wir sind ja nett. Mit der Blockauswahl geht das ja ruckzuck hier. Blub, 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 blub. So. Jetzt kann es nicht mal reinregnen. Schön. Okay. Oh, da oben ist auch ein roter Balken. Meine Güte. Ja, ist echt schwierig. Ah, okay, da kann ich meine Fackel hinsetzen. Natürlich habe ich jetzt nur einen Hebel in der Hand. Der muss erstmal weg hier. Und weg, danke. Was haben wir denn hier für ein schönes Grashaus? Für ein fliegendes Haus. Mit dem Ding sieht das ganz cool aus. Mit dem Wasser, das so runterläuft. Das gefällt mir gut. Gehen wir mal hin. Ich weiß gar nicht, wem es gehört. Das steht schon ein bisschen länger da. Chaosfloh. Ach so, Chaosfloh. Von dir ist das. Du bist doch bestimmt der Echte, ne? Bestimmt. Guck mal, so eine richtig schön gemütliche Baumbude hier. Habe ich auch noch nie gesehen. Als Abzugshaube hier zwei Ambosse. Ist auch neu für mich. Toilette. Hier reicht ja eine Dusche. Voll klein. Aber passt. Passt ja eine Person rein. Bunter Teppich hier. Oh, yo. Guckt uns erstmal direkt so ein Heli an. Oder man guckt direkt hier aufs Flugfeld. Auch geil. Gute Aussicht. So, das ist auch noch nicht fertig. Das Flugfeld, das muss auch noch weitergebaut werden. Ja, eine kleine schwebende Insel. Okay, das da unten gehört da auch noch zu. Huppala. Nicht vergessen, ne? Guck mal, hier kann man das Tor wahrscheinlich hochmachen. Hier ist bestimmt irgendwo ein Hebel. Was ist das denn hier? Oh, hier geht's runter. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich mich traue. Oh, jetzt hier einer einen Bunker gebaut. Schön verbunkert. Okay, wo geht's hier weiter? Okay. Ich frage
frage mich nur, was das alles hier ist. Ach, guck mal, hier wurde die Map so ein bisschen gemacht. Ah. Gut. Viele neue kommen gerade auf die Map. Jo. So, gehen wir mal erstmal wieder hoch. Blub. War hier noch was? Warum ist hier ein. Warum geht's hier auch noch rein? Hä? Sehr merkwürdig. Und was ist hier? Ach, hier kommt man in diese Türme da oben wahrscheinlich. Ist wie so eine Art Burg. Okay, hier haben wir auch noch so einen Baum. Ach, das ist nur ein Baum. Ich dachte, das wäre so eine Baumbude. Okay, die Türme. Gut, dann würde ich mal sagen, haben wir alles. Das beides gehört ja hier zusammen. Ach, guck mal, hier von außen. Habe ich noch gar nicht gezeigt. So sieht das eigentlich ganz schön aus. Wenn das so auf dem Boden stehen würde, sieht das auch cool aus. Vielleicht das Holz wegnehmen und was anderes dafür nehmen, dann sieht es richtig modern aus. So, hier haben wir eine Garage, glaube ich. Ich glaube, die war damals noch nicht fertig. Die habe ich nur mal halb gesehen oder gezeigt. Wem gehört die denn nochmal? Star Wars, Garage von Star Wars. Boah, der hat mal so einen fetten Wagen drin. So einen schönen Jeep. Läuft bei ihm. Auch eine coole Garage, so schön verglast. Ich glaube, das ist doch dein Haus, ne? Genau, das ist ja dein Haus auch. Das habe ich ja schon mal gezeigt. Okay, cool, dass du die Garage noch fertig gemacht hast. So. Hier haben wir auch nochmal einen roten Balken. Aber ich meine doch, das Haus habe ich. Fifi, hast du Rechte? Ja, gut. So. Fifi ist auch einer, der kann ganz gut bauen. Da habe ich auch schon mal ein paar Pics gesehen. Also Screenshots, was der gebaut hat. Das sah schon episch aus. Das kann ich euch. Das könnte ich euch ja auch mal kurz zeigen. Stimmt. Weil bevor ich das wieder vergesse. Der Lukas hatte mir doch mal die Bilder geschickt. Oh, wo sind sie? Da sind sie. Kann ich euch mal einen kleinen Eindruck geben, wie er so baut. Zieht euch das mal rein. Das sieht doch schon krass. Auch ganz rechts da. Dieses lange Gebäude. Das ist ja heftig, ne? Und hier das. Sieht auch richtig episch aus. Guckt euch das mal an. Sowas baut er. Also daran kann man schon sehen, dass er auf jeden Fall bauen kann. Aber er baut auch auf meine Map ein richtig schönes Hotel. So, das Gebäude habe ich, glaube ich, schon mal gezeigt. Von wem war denn das nochmal? Simsilein. Ich kann nochmal kurz reingehen, ob da irgendwas Neues ist. Okay, hat der Hund einen Namen? Simsilein. Er ist selber da. Er ist in der Aufnahme auf jeden Fall da, hat er sichergestellt. Hier oben war so ein Pool. Ja, genau, das habe ich schon mal gezeigt. So. Dann machen wir mal die Tür wieder zu. Und schnappen uns den nächsten roten Balken. Wir gehen immer weiter nach links. Was ist denn das da eigentlich für ein Wald? Der ist mir gestern aufgefallen. Ich weiß nicht, von wem der ist. Der ist unter uns, der Wald. Ah, das ist dieser Block. Perfekt. Oh, super. Leute, daran sehe ich zum Beispiel nur die Stufe abbauen. Daran sehe ich zum Beispiel, zack. Nur die Stufe abbauen. Okay, warte mal, kann ich hier eine Fackel draufsetzen? Ah, fuck, hier kann ich keine Fackel draufsetzen. Egal, machen wir das mal kurz anders. Einmal. Hä? Warum hat er mir den Block jetzt weggenommen? Oh, ne, wie dumm. Warte mal, ich muss doch mal das Gras einmal wegnehmen. Und dann direkt den Block reinsetzen. Hä? Funktioniert irgendwie nicht. Entweder bin ich zu langsam. War ganz gut gemacht mit der Stufe, aber irgendwie hat das nicht funktioniert. Ich habe die ja weggemacht. Oder war ich zu doof dafür? Ich weiß es nicht. Wie lange ist denn das noch hier? Ach, ich baue es mal von oben ab. Ich finde auch doof, dass man keine Fackeln auf irgendwelche Blätter setzen kann. Ist doch auch ein Block im Endeffekt. Hätte mir jetzt viel erleichtert. So, was ist denn das eigentlich hier? Ach, das ist sogar ein Haus, oder was? Ah ne, da ist eine Mauer. Ah, sieht ein bisschen creepy hier aus. Oh mein Gott, laufe ich überhaupt hier richtig rein? Oh mein Gott. Komm, dafür mache ich mal den Nachtmodus. Dann sieht es bestimmt richtig creepy aus. Schmeiß mal einen Block weg. Oh mein Gott. Halloween Time. Was
Was haben wir denn da? Oh, direkt ein Grab. RIP, Chaos Joe. Chaos Joe? Oh, da liegt. Da ist eine Gedärmung-Knochen drin. Für Screen Fun 2.0. Mama! Ach Gott, wo laufe ich denn hoch? Ich wollte nur hier neben. RIP Snoopy. Nein, wir sind doch nicht tot. Janni Banani. Ah, dich kenne ich noch nicht. Kriegst gleich erst Rechte. Okay. Da ging es auch nicht hoch. Hier war doch noch irgendwo eine Tür. Hier. Ih, was ist denn hier passiert? Jeff. Hallo, Jeff. Ja, schön wohnst du, Jeff, muss man schon sagen. Okay, ey. Okay. Was ist denn hier? Auch noch ein Grab. Okay. Oh, richtig dunkel hier drin. Ich muss erstmal hier raus. Ich muss jetzt erstmal wieder umstellen. Auf Tag. Damit die Leute weiterbauen können. Was ist hier denn für eine Grabstätte? Bisschen creepy. Okay. Ah, da stand gar nicht dran, von wem das ist, ne? Müsste vielleicht noch ein Name hier am Baum dran, ne? Ich habe jetzt kein Namensschild gesehen. Okidoki. Jo, was haben wir denn hier für ein Riesengebäude? Das werden wir uns aber in der nächsten Folge reinziehen. Liebe Leute, ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Lasst ein Like da und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Minecraft, Mine City Teil 2. Ja, so kann man es auch sagen. Okay, Leute, macht's gut. Ciao.